Ja, ein herzliches Grüß Gott zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Erzgebirge Aue. Ich darf die beiden Trainer begrüßen, Falko Götz vom FC Erzgebirge und Frank Kramer, unseren Coach. Aber wie üblich gebührt dem Gast natürlich das erste Wort. Bitte schön. Ja, dass wir ein bisschen ärgerlich sind über das Endresultat, das ist sicherlich verständlich. Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr couragierte Leistung hier gezeigt haben beim Tabellenzweiten. Mit der ganzen Vorgeschichte eines 2:6 in Aue, denke ich, hat man deutlich gesehen, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt hat. Man sieht, wer heute bei uns alles gefehlt hat. Sind wir bestätigt darin, dass wir eben auch einen recht guten Kader haben, das inzwischen ganz gut kompensieren können. Und ich denke, dass die Mannschaft ein sehr, sehr geschlossenes, sehr, sehr aggressives Bild abgegeben hat. Nach dem Spielverlauf und der Führung, muss ich sagen, hätte ich mir schon gewünscht, dass wir den Vorsprung etwas länger halten. Und ja, irgendwann hat der Druck halt dazu geführt von Fürth, dass wir den Ausgleich bekommen. Aber Sie können sich sicherlich vorstellen, dass im Augenblick jeder sehr, sehr ärgerlich ist über die Entstehung des 1:2. Und von daher, ja, geben wir so das Spiel ab mit einem bösen individuellen Fehler. Ich hoffe, der Ivan lernt daraus. Eben, das ist so dieses spanische Laissez-faire, was er manchmal noch drin hat, wo er Dinge einfach technisch lösen will, anstatt den Ball in die Tribüne oder am besten nach oben drüber haut. Das hat er heute leider nicht gemacht. In den letzten 20 Minuten hat die Mannschaft eine tolle Reaktion gezeigt. Ich denke, wir haben viel, viel Druck gemacht. Auch unsere Wechsel waren gut. Jeder Spieler hat funktioniert, jeder hat gebrannt. Und deswegen Einstellung der Mannschaft, muss ich ganz klar sagen, war sehr, sehr gut. Am Ende, was nicht passt, ist das Resultat. Trotzdem muss ich ganz klar sagen, Fürth hat sich auch über weite Strecken des Spiels verdient. Aber ich denke, mit ihren Ambitionen auf dem Platz, auf dem sie stehen, mit den Spielern, dann kann man auch erwarten, dass die uns mal unter Druck setzen. Trotzdem herzlichen Glückwunsch zum Sieg und ich hoffe natürlich auch, dass er euer Ziel erreicht, eben den Wiederaufstieg in die erste Bundesliga. Dankeschön. Vielen Dank, Falko Götz. Damit kommen wir zu dir, Frank. Dein Statement bitte. Ja, schönen guten Tag. Der Falko hat schon gesagt, es war natürlich ein sehr intensives Spiel, in dem uns Aue alles abverlangt hat, wirklich alles. Wir nach dem Rückstand auch durch eine Standard, die natürlich auch schwierig zu verteidigen sind. Ja, die werden gut vors Tor gebracht. Da muss man hellwach sein. In dem Fall haben wir das nicht hinbekommen. Ja, da haben wir uns mal kurz geschüttelt und haben dann einfach versucht, mit viel Wucht und trotzdem der nötigen Geduld auch hinter dem Ball zum Torerfolg zu kommen. Das ist uns gelungen. Das war natürlich auch wichtig, dass der Prosi da sich ein Herz nimmt, ja, und da mal abzieht. Das haben wir uns auch vorgenommen vorher, dass wir einfach immer wieder den Abschluss suchen, dass wenn wir nicht durchkommen, dass wir ruhig bleiben, immer wieder auch das Spiel verlagern. Ich denke, das haben wir ganz gut gemacht. Dass wir natürlich da auch immer wieder vor Probleme gestellt würden, ja, gerade die Umschaltaktionen natürlich über Silvester und über die Außenpositionen, war klar, ja, dass wir da auch sehr gut verteidigen müssen, sehr präzise sein müssen und das kann man auch nicht immer ganz verhindern. Und ich denke auch, die Truppe, die hat dann auch in der zweiten Halbzeit ja wirklich alles reingeschmissen, alles investiert an Leidenschaft, an, ja, ich denke schon auch, wir haben uns auch Chancen auch erspielt, also wir haben wirklich alles versucht, ja, und sind dafür belohnt geworden und dass dann am Schluss dann nochmal eng wird, auch das ist normal in der zweiten Liga, eine Mannschaft, die dann wirklich alles reinwirft, hohe Bälle, die man dann verteidigen muss, dann sind plötzlich die Außen natürlich ein bisschen weiter weg, wenn man zum Zentrum hinzumachen will, dann drückt man natürlich auch immer die Daumen, dass der Ball nicht abgefälscht wird oder nicht beim Falschen runterfällt. Aber auch da, die Truppe hat da wirklich alles reingeschmissen, wenn man gesehen hat, in jeden Schuss hat sich da irgendeiner gepfeffert und hat versucht, das Ding nach Hause zu bringen. Da muss man der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, dass es sich da auch in der Phase jetzt einfach so nochmal durchbeißt und ja, wirklich alles investiert. Vielen Dank, Frank Kramer. Gibt es von Ihrer Seite aus Fragen? Dann bitten wir um ein kurzes Handzeichen. Der Kollege würde das Mikrofon reichen. Ist offensichtlich nicht der Fall. Unseren Gästen wünschen wir dann einen guten Nachhauseweg. Alles Gute in den restlichen Spielen und Ihnen einen schönen Nachmittag. Danke. Dankeschön.